Willkommen zu unserer Alle-Farben-Session. Schön, dass du hier bist. Hallo. 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 Hallo Hallo allerseits. Hallo. So, die Einladung ist heute am ersten Tag dieses neuen Monatsthemas. Andreas hat schon einen wunderbaren Job gemacht morgens über existenzielle Krisen. Frage, eine Herausforderung. Und wir werden auch auf Ideen eingehen, die im Zusammenhang stehen mit dieser Idee und wie eigentlich die Erfahrung einer existenziellen Krise oder das, was der Ausgang einer existenziellen Krise verstanden wird, was die Vermeidestrategien sind im menschlichen Geist und wie der konzeptionelle Ego-Geist natürlich immer versucht, dem zu entgegnen. Hier alles Mögliche geistig, mental, spirituelle Konzepte herzunehmen, um sich dem nicht wirklich hinzugeben, darin fallen zu lassen. Also die Idee des Widerstandes, die Idee der Ausflucht, und in dem Sinn, sich nicht dem stellen zu müssen, auch was angeboten wird darin, was, sagen wir mal so, hinter einer Krisenerfahrung auf einen wartet. Und wie natürlich solche wahrgenommenen Situationen versucht werden, weg zu analysieren, weg zu rationalisieren und somit auch dann nicht hergehen muss, um diese Erfahrung wirklich wertzugeben oder wirklich zu sehen, wow, da hat wirklich ein neues Leben für mich begonnen. Und so steht eigentlich dieses Thema von existenzieller Krise für einen Aufhebungsprozess insgesamt, in der wir sehen können, dass nicht nur hier Anteile unseres Selbstkonzeptes sich umwandeln und aufgehoben werden, sondern in Wirklichkeit die gesamte Identität. Und vielleicht die meisten von euch hier werden mehr zu sagen haben darüber als ich oder können damit vielleicht mehr anfangen. Ich muss dir sagen, ich hab die KI gebraucht, ich habe künstliche Intelligenz gebraucht, um mich hier mit diesem Begriff überhaupt etwas anfangen zu können. Und ich möchte da auch eingangs zur Begriffserklärung, ja, einfach darauf eingehen, was ein ganz, ganz großes Thema in der Psychologie und Psychotherapie ist. Und die diese Aspekte studiert haben, die wissen natürlich im Detail, wie das eingeordnet und untergeordnet wird. Aber grundsätzlich möchte ich mal beginnen mit einem Eingeständnis, dass ich als Mensch, und damit kannst du dich mitdenken mit mir, in einer existenziellen Krise befinde, wenn ich mich nicht erinnere, wer ich wirklich bin. Ja, egal wie geartet meine menschliche Erfahrung ist. Wenn ich mich nicht erinnere, was ich bin und wer ich bin, wie ich von Gott erschaffen wurde, bin ich in Wirklichkeit in einer existenziellen Krise, weil ich in dem Sinne mir vormachen würde, dass ich nicht weiß, wer ich bin. Und da können wir natürlich schon eine Frage hintanstellen und es in Bezug bringen. Ja, ist das überhaupt möglich? Ist es überhaupt möglich, nicht zu wissen, wer du bist? Und du hast sicher das schon des Öfteren gehört und hast vielleicht auch eine Antwort darauf, aber es ist ganz sicher etwas, was du kontemplieren solltest, weil es in Wirklichkeit nicht möglich ist. Es ist nicht wirklich möglich, dass du nicht wissen würdest, wer du bist oder was du bist. Und so ist es auch in diesem Verständnis nicht möglich, deine Identität wirklich zu verlieren, weil das ist was, wofür eine existenzielle Krise steht. Sie steht dafür, dass eine
eine Identifikation, die gebildet wurde in der Vergangenheit, an die geglaubt wurde, an die festgehalten wurde, dass hier eine Änderung stattfindet und dass mit dieser Änderung natürlich ein vollkommen neues Weltbild entsteht, das entweder vorausblickend oder rückblickend, da hat man zumindest gesagt, die Jüngeren sind, es gibt ja die Teenager-Krisen und dann die Viertel-Lebens- Krisen und dann die Midlife-Krisen und dann die Later-Life-Krisen, die später kommen und die Krisen, die am späteren Zeitpunkt auftauchen, das sind eigentlich Krisen, die Probleme haben oder wo rückblickend ein rückblickende Aspekte sich eröffnen und die früheren Krisen, das sind die, wo sich der Geist vorausblickend und eigentlich eröffnet auch, dass hier ein neuer Lebensweg beschritten wird, der auch in der Zukunft etwas Besseres bringen würde. Und dann kommst du zu deinem Erlöser und der sagt dir, der wartet nichts auf dich, was besser ist. Krise ist Krise und alles ist eine Krise und du bist in der Krise. Und das Einzige, was du Notwendigkeit bedarfst, ist aufzuwachen aus deinem Krisentraum als Mensch. Und ist ja auch interessant, dass hier die Idee der Existenz mit reinkommt in diese Idee, weil die Krise ist ja, wie ich bereits gesagt habe, ich habe es halt als Identität, als Selbstidentität bezeichnet, aber es ist diese Bedeutung, die wir uns selbst gegeben haben, in Hinblick darauf zu existieren, in Zeit, auf der Zeitlinie zu existieren. Wenn ein Mensch sich fragt, wer bin ich oder was kann ich, dann blickt er eigentlich auf die Zeitlinie und beurteilt seine Wahrnehmung, was er auf der Zeitlinie erreicht hat oder nicht erreicht hat. Und entsprechend der Antwort, was er da findet, ist er gerät er in die Krise oder nicht. Ne? Und worum wir uns eigentlich als Kurslehrer und Kursschüler dieses Thema genauer ansehen, ist halt, weil hier die auch, das ist ja die Definition einer existenziellen Krise aus der Psychologie, dass ein innerer Konflikt stattfindet. Und dass dieser innere Konflikt eben zu Fragen zur Bedeutung des Lebens gesetzt werden. Was ist denn überhaupt Leben? Wer bin ich? Lebe ich überhaupt? Und wenn ich lebe, was macht mein Leben aus? Und wo geht dieses Leben hin? Und in dem Sinne steht es ganz eng im Zusammenhang mit dem, was wir als die Quelle des Lebens bezeichnen, was Gott selbst ist. Und wenn wir uns natürlich diese Fragen stellen und einen inneren Konflikt oder eine Unzufriedenheit in dieser geistigen Betrachtung finden, dann ist es etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir mit dem Kurs in Wundern zu den verschiedensten Bereichen ständig vorgesetzt bekommen und angeboten bekommen, neu auszurichten. Und das Wort ist Sinn und Zweck, Purpose. So, der innere Konflikt geht darum auch um den Sinn und Zweck, um den Sinn und Zweck des Hierseins, des in Raum und Zeit Existierens, ja. Und jeder, du bist natürlich nur aus diesem Grund hier, wie auch ich, weil wir da eingebrochen sind in dieser Frage, nicht wahr, Maren? Und in diesem Einbruch, diese Frage nicht lösen zu können oder irgendwo im Geist zu wissen, dass da was Grundlegendes fehlt und dass es nicht sein kann, nur dahin zu vegetieren und dahin zu arbeiten, so wie es halt von der Welt erzogen und angelehrt wurde, um dann ein
sich halt eine Flat Screen und einen Computer leisten zu können und vielleicht ein Auto in einer Garage zu haben und dann legst du den Löffel ab, ne? Und sagst dir, naja, meine Kinder werden das jetzt schon weiter fortsetzen und ich war ja erfolgreich in der Reproduktion und das ist ja mehr als genug, ne? Und ich habe meine genetische Information weitergegeben und ich bete halt zu Gott, dass sie es besser machen werden als ich, ne? Und das wird dann natürlich auch wahrgenommen, dass sie auf einem besseren Weg sind und dass sie es auch in dem Sinne irgendwo besser machen, ne? Weil das Bewusstsein sich natürlich auch ausdehnt und irgendwo auch diese Umwandlungsprozesse schneller vor sich gehen, ne? Das habe ich immer wieder über die Jahre gesehen, wo ich noch vor 20, 30 Jahren so vielleicht 4 Tage oder Wochen rumgekaut habe, sehe ich jetzt in der jungen Generation oder in dieser Kommunikation mit ihnen, wie schnell sie eigentlich sind in ihrem Geist, um herauszufiltern, was es eben nicht mehr wert hat, da zu investieren oder zu glauben, dass das etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat. So, dieser Sinn und Zweck des Hierseins wird hier spielt hier eine ganz, ganz große Rolle und wird auch im Kurs in Wundern von Jesus angesprochen und angeboten in einer vollkommenen neuen Ausrichtung, die in dem Sinne überhaupt nichts mehr mit der Welt zu tun hat, sondern nur mehr um die Erfüllung einer Funktion, die buchstäblich die Welt auflöst und erlöst. Und somit kommen wir natürlich zu dieser wesentlichen Frage der wahren Identität, die durch dieses Annehmen eines neuen Sinn und Zweckes sich so an den eigenen Geist richtet in dieser Frage, okay, wenn ich nicht das bin, was ich bislang gemeint habe, was bin ich dann? Oder wie könnte ich etwas anderes sein, als was ein vollkommener Schöpfer, wenn ich an Gott glaube, der mich erschaffen hat, wie könnte ich was anderes sein? Und so dieses sich nicht selbst erkennen wird natürlich und ist ganz notwendig, dass das untersucht wird und erforscht wird und auch zu einer in der Fragestellung so beantwortet werden kann, dass hier eine Klarheit stattfindet, welche Denksysteme da eingesetzt werden, um ein sich selbst nicht erkennen als eine Identität. Ja, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich floate hier einfach so rum wie eine Feder und werde von wo immer der Wind herkommt, herumgeblasen und habe halt Selbstzweifel und Identitätsprobleme. Ne? Das ist diese Krise haben auch nicht nur Teenager, sondern das zieht sich natürlich so lange durch, solange nicht wirklich herausgefunden wird, was als Ursache für dieses sich nicht selbst erkennen im Geist steht. Und wenn du das dir ansiehst, was das ausmacht, ne, dich nicht selbst zu erkennen, falls du damit noch Probleme hast, dann wirst du unweigerlich auf die Identität deines Körperdaseins stoßen und auf den Glaubenssatz eben, okay, das ist alles, was ich bin. Ich bin halt dieser Körper, der hier herumwandelt, mit seinen begrenzten Konzepten im Geist und dieser Geist und diese Konzepte sind in dem Sinne eingeschlossen im Körper, im Gehirn. Ne? Er spricht sogar in der Lektion darüber, ne? Ich glaube 91 oder 92 ist das. So diese Körperidentität wirklich zu erforschen und in Erfahrung zu bringen, was da noch da ist an Gedanken oder überhaupt an einer
Energie, die dieses Nicht-Erkennen vorantreibt, das ist ganz wichtig, weil wir nur in der Präsenz Gottes, in der Präsenz des Lichtes wirklich herauskristallisieren und herausfinden, dass da überhaupt nichts da ist. Und wenn da überhaupt nichts da ist, dann sind wir viel gewillter, solche Systeme einfach aufzugeben, loszulassen. Und ja, vielleicht noch mal kurz zurückzukehren, bevor ich etwas aus meinem persönlichen Traumbild mit dir teile, auf das, was so an Definition da mitschwingt, an Fragestellungen, wenn der Geist in eine, sich bewusst wird, dass er in einer existenziellen Krise sich befindet, wird er eben diese, wie ich schon gesagt habe, die Frage nach der Bedeutung des Lebens stellen und warum man überhaupt hier ist und was man hier tut und ob es so etwas gibt wie eine höhere Macht und einen anderen Sinn und Zweck. Und eine ganz, ganz wesentliche Frage, auch ganz im menschlichen Bewusstsein gerichtet, die ich als absolut wesentlich und notwendig anerkenne, ist, welchen Platz nehme ich überhaupt ein in der Zeit, in der Gesellschaft? Und welchen Platz will ich einnehmen? Und solange der Geist natürlich darin in einem inneren Konflikt sich befindet, werden verschiedenste Emotionen auftauchen, ganz besonders die Emotionen des sich Aufregens, der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit. Und das sind halt alles Sachen, die letztendlich diesen Bereich, wie man es halt misst, wie man sich gibt in der Familie, in der Gesellschaft, in der Kommunikation mit den Nächsten, wie man darin ja beurteilt wird, ne? Und dass man eigentlich das sieht, dass eine Neuausrichtung mit, sagen wir mal, einmal darin zu stehen und da durchzugehen oder zu auch erkennen zu wollen, was da auf einen dahinter wartet, wenn der Geist in einer Krise ist, dass hier tatsächlich eine neue Beziehung und eine neue Kommunikation sich im Geist so eröffnet, dass auch natürlich in dem Sinne die Welt nicht mehr mit einer Depression entgegnet und erfahren und wahrgenommen werden muss, sondern tatsächlich in einem mitgefühlenden Herzen, in einem Mitgefühl, das sich aus dem Innersten unserer Seele eröffnet und auch dann zur Schau gibt und demonstriert, dass die Welt, die ich wahrnehme, tatsächlich nicht getrennt von mir ist und außerhalb von mir ist und dass ich eben an dem Punkt stehe, wo ich lerne anzuerkennen und erfahre, dass das alles mit mir zu tun hat und alles mir hilft und für meine Hilfe da ist. Und deswegen hat man ja dann in der Psychologie diese existenzielle Krise in drei Aspekte eingeteilt. Ne? Man hat diesen emotionalen Teil behandelt und rauskristallisiert, der dann halt vor allem dann in späteren Jahren, also im Älterwerden, zu Schuldgefühlen führt und zu bestimmten schmerzhaften Erfahrungen, die ein Gefühl von ich bereue, was ich damals gemacht habe und so führen kann. Aber auch diese ganze Vereinsamung der älteren Generation kommt eigentlich aus einem nicht gelöst haben
von dieser existenziellen Krise oder nicht ganz durchgegangen zu sein. Und deswegen zeigt es sich in solchen emotionalen Ausdrucksweisen. Aber man hat zum Beispiel in der Psychologie dann auch andere Aspekte, andere Kategorien neben diesen emotionalen sich erfahren definiert, und dazu gehört dann der kognitive Aspekt und der behavioral, also der Verhaltensaspekt. Und zur kognitiven Komponente ist halt eingeteilt, dass halt der Geist erkennt die Bedeutungslosigkeit, ne? Und wenn die Bedeutungslosigkeit von einem selbst, ne, was ja mit anderen Worten heißt, ich weiß nicht, was ich hier tun soll, ich weiß nicht, wofür ich hier bin, ich weiß überhaupt nicht, wofür ich lebe, ne, das siehst du schon, wo das lang geht, und dass dieser kognitive Aspekt auch wirklich mit dem Wertsystem zu tun hat, nämlich mit persönlichen Werten, die auf einmal verloren gehen, die auf einmal vermindert werden oder gesehen werden, dass sie nicht mehr aufrechterhalten bleiben, weil sie eben nicht mehr genährt werden, weil man nicht mehr gewillt ist, das zu unterstützen, ein bestimmtes Wertsystem. Und das hat natürlich auch eine Komponente in dem, was als esoterisch, religiös, spirituellen Glauben in Bezug steht, ne? Weil solange der Geist natürlich nur glaubt, was, oder an Gott glaubt, an bestimmtes Besserwerden in Bezug, in der Verbindung zu Gott gesehen wird, so ist das ja, beruht das ja nicht wirklich auf klarer Erkenntnis, sondern auf Glaubenssätze. Und deswegen kommen, und das ist, wo wir uns halt einander auch zur Seite stehen und vielleicht sogar coachen, dass wir eigentlich auch unter Brüdern immer wieder hier die Notwendigkeit sehen zur Hilfestellung für solche Situationen, die wahrlich existenzielle Krisen darstellen, ne? Und dass das im Zusammenhang steht mit der Todesidee, das wird dann natürlich klarer, je mehr man anerkennt, dass hier ein Verlustgefühl, ein starkes Verlustgefühl von diesen Werten da ist, dass da nichts mehr da ist, dass da nichts mehr übrig geblieben ist. Es ist wirklich nicht nur ein Mangel, sondern ein totales, eine Verlusterfahrung. Man verliert buchstäblich ich sehe es so ein bisschen wie diese Kategorien, wie Niveaus, wie ja, so einfach, wie man, woran sich im Mensch halt, im Menschendasein noch ein Sinn gefunden werden kann. Und da wird natürlich ein Wert hinplatziert. Und in dem Moment, wo sich das öffnet oder etwas Größeres angeboten wird, geht das natürlich einher, dass dieser Wert nicht mehr aufrechterhalten oder nicht mehr gleich anerkannt werden kann. Und solche Geister, die natürlich nach wie vor in der Transformation oder in der Umwandlung einer solchen Krise stehen, die haben natürlich Todesgedanken und Suizidgedanken und oder das ja auch auf der spirituellen Ebene, das findet sich in den meisten, wenn das nicht ausgerichtet wird, sofort mit dem Licht, findet das in sehr vielen Sekten dann ja auch die Aktion statt, dass man dann, okay, ich sehe keinen Sinn mehr in der Welt und ich habe mich sowieso abgesondert von allem, und jetzt gebe ich mir die Kugel gemeinsam mit dir, ne? Und das sind aber in Wirklichkeit, das sind alles, das ist wie der Geist, der noch krank ist, auf etwas reagiert, was noch nicht klar gesehen wird, ne? Und dann im Verhaltensausdruck kommt, zeigt sich das dann natürlich. Das ist dann diese dritte Komponente. Und dieser Ausdruck im Verhalten ist fast immer im Zusammenhang mit einem unsozialen, also antisoziale Geisteshaltung und
Ja, wir haben da früher so verschiedenste Ausdrücke verwendet, die in verschiedenen Regionen unterschiedliche Worte sind. Ja, aber das sind so die Querulanten, sagt man zum Beispiel in Wien, ne? Die ständig negativ denken, die alles runterziehend sich immer mitteilen und da dann auch in einer bestimmten Zwanghaftigkeit des Versuches, wie hier entweder eine Lösung zu finden ist innerhalb der Welt oder auch im Ausdruck dann von, das Wort ist Sucht, ne? Der Geist ist in einem Suchtverhalten und versucht durch dieses Suchtverhalten eigentlich seine existenzielle Krise zu lösen. Und dass das auch im Zusammenhang steht mit einem Ausdruck, mit zwanghaften Ausdrücken, das wissen wir auch oder das haben wir in unseren Familien gesehen. Oder wir kennen es sogar von uns selbst, ne? Und so sind diese Aspekte, dass hier etwas wirklich umgestoßen wird, nämlich ein Selbstkonzept umgestoßen wird, eine Vorstellung, wie Leben aussehen sollte oder könnte, umgestoßen wird, ist eine existenzielle Krise wirklich die Chance und die Heilung und das Angebot? Und da müssen wir ja erst hinkommen, verstehst du? Dass der Geist muss ja schon ein bisschen trainiert sein oder zumindest bereitwillig sein, sich zu öffnen und zu sagen, ja, vielleicht ist es ja das alles trotzdem nicht, ne? Mein Suchtausdruck, meine Todessucht und meine Verzweiflung, dass ich das Problem selbst nicht lösen kann. Vielleicht bin ich bereit, einfach um Hilfe zu bitten. Vielleicht bin ich bereit, hier meinen Bruder um Hilfe anzusprechen und ihn zu empfangen und mir zeigen zu lassen, ob es nicht doch einen anderen Weg gibt. Und dass wir hier dieses Thema nun behandeln dürfen, ist vielleicht sogar in erster Linie dafür da, dass wir für uns selbst rekapitulieren, wo wir eigentlich herkommen. Weil es gibt kein Erwachen und keine wahre Erkenntnis, wer wir sind und somit auch nicht wirklich eine Klarheit darüber, dass Gott unser Schöpfer ist, ohne hier das so penetrieren zu lassen, was diese Krise ausmacht, dass hier der Geist wirklich am Boden zerstört, auf der anderen Seite rauskommt, sage ich dazu, ne? Und das zuzulassen, ist, was wir eigentlich zwar versucht haben in vielen, vielen Leben lang, und trotzdem hat es immer wieder nur in Tod geendet. Und ich denke, dass es einen immensen Wert hat, wenn wir uns erinnern, aus welcher Ignoranz wir eigentlich herkommen und mit wie viel Widerstand wir diese Ignoranz verteidigt haben und wie sehr wir Recht haben wollten mit unseren Minimalansätzen oder mit der einfachen Demonstration und Rechthaberei. Nein, ich bin das Opfer und ich muss das Opfer bleiben, weil wenn ich mein Opferdasein verliere, habe ich überhaupt nichts mehr. Und dann finde ich nicht einmal mehr Anerkennung von die paarjenigen, die mich dann noch mitfühlend bemitleiden, in welcher Situation ich mich befinde. Und all das muss ja gehen, wenn wir tatsächlich ins Licht übergehen und anerkennen, dass hier diese Krise die Chance war, ne? Und für mich selbst sprechend habe ich schon seit längerer Zeit, weil ich bin ja auch schon seit längerer Zeit hier am Weg und in Kontakt mit Alternativen und mit Gotteserfahrung und so weiter und so fort, wie schnell das eigentlich
aus dem Geist verschwindet und in Vergessenheit gerät. Aber wenn ich eine Gelegenheit habe, dass ich mich erinnern darf, so wie dieses Thema es ja anbietet, dann bin ich höchst dankbar, weil es mir wirklich aufzeigt auch, dass ich eine klare Entscheidung für Gott, für die Wahrheit, für die eine Lösung, die nicht von der Welt kommt, getroffen habe. Und dass ich in dem Sinne gar nicht anders kann, egal was in meinen Geist kommt und wo ich in meiner täglichen Umwandlung und was zu mir kommt und wie ich damit umgehe, was da passiert, unabhängig davon. Ich kann ich gar nicht anders, als absolut in dieser Ausrichtung, dieser Entscheidung, die wir wirklich gemeinsam als ein Geist getroffen haben. Ja, in Wirklichkeit kann ich tatsächlich stolz auf mich sein, dass ich endlich dann nicht mehr Wert gesehen habe, mich in Begrenzungen zu verteidigen, sondern diese Entscheidung 100% zu treffen und in dem Sinne zugelassen habe, dass sich in meinem Geist etwas eröffnet, was unerklärlich ist, ne? Aber dass der Weg, den wir beschritten haben, natürlich auch einer war, in vielen Aspekten und Richtungsweisungen Lösungen für uns auszuprobieren, zu suchen, zu finden, ist natürlich klar. Wir sind alle Magiere, Zauberer, ungeheilte Heiler, konzeptionelle Lehrer, Prediger und was immer es da so da einfällt, wie man irgend noch etwas Konzeptionelles und Begrenztes für einen selbst schmackhaft machen könnte und so der Welt anbieten könnte. Ja, aber ich bin ja eh so erwacht, ich habe ja all dieses Wissen, ne? Und wo wir jetzt stehen, ist die vollkommene Klarheit, dass es eben das nicht genug war und uns auch nicht befriedigt hat. Und ja, ich lasse das jetzt mal so stehen und vielleicht gehe ich her und lese dir etwas vor, weil ich habe das auch niedergeschrieben. Die hier mich auch unterstützen und dieses Buch auch schon gekauft haben, ob als E-Version oder als Paperback auf Amazon. Ich habe es im Tag 1, also wir arbeiten jetzt es schon am Tag 3, Tag 2 ist ja auch publiziert, aber im Tag 1 hab ich das einem ganzen Kapitel gewidmet und das Kapitel heißt ja auch meine Anführungszeichen wahre Geschichte. Wenn wir schon von wahrer Geschichte sprechen. Aber jeder von uns hat so eine wahre Geschichte, ne? Und die vielleicht noch bestimmte Verbindungen und Identifikation stattfinden kann oder bereits erkannt wird, dass was ich hier eigentlich lese, ist wirklich mit mir passiert und hat mir geholfen, um zu dieser Klarheit, dieser Ausrichtung auf Gottes Geist zu kommen. Und ich gebe dir hier ich werde so einfach nur kurz, vielleicht nicht einmal jeden Absatz lesen, sondern nur damit du eine Idee hast. Und ich fange da irgendwo in der Mitte an. Auf der Seite 45 ist es, im unteren Bereich, wo der Absatz beginnt. Ich fühlte diese Leere. Ne? Und das ist ein guter Ansatz, weil jede existenzielle Krise zeigt sich, dass sich eine immense Leere in einem ausbreitet und da ist nichts mehr da, was in dem Sinne, wie ich gesagt habe, es wert hätte festzuhalten. Oder dann der Geist ist nicht einmal möglich, an etwas festzuhalten, weil er entweder in den vollkommenen Wahnsinn eintritt oder eben in der Leere sich fragmentiert und verschwindet. Ne? Danke. So, ich fühlte diese Leere in mir, die ich versuchte, mit all der Leidenschaft in mir zu füllen, von der ich wusste, dass ich sie zur Verfügung hatte. So, hier ist noch die Aussage, wie ich damit glaubte, dass ich umgehen kann und umgehen könnte.
Es war dann in der Tat diese Leidenschaft, die die Trägersubstanz war, die mich zum Lichtkreis brachte. Ne? Es war in Wirklichkeit dieselbe Leidenschaft, die auch die Leidenschaft war, das Problem konzeptionell lösen zu wollen. Aber diese Energie, diese Mächtigkeit des Geistes hat mich dann auch zum Lichtgeist geführt oder hab ich das gewählt und dem zugestimmt. Aufgrund dieser Leere, die ich in meinem Leben fühlte, also in meinem wahrgenommenen Anführungszeichen Leben, sowie einer schmerzhaften Todeserfahrung, die sich für mich ereignete, während ich nach einer Operation aus der Narkose zurückkam, begann ich nach anderen Lösungen in der Welt zu suchen. Etwa am Ende meines Universitätsstudiums im Jahre 1985 begann ich, meinen eingeschränkten Lebensstil mit allen möglichen östlichen Lehren und New Age-Angeboten auszutauschen und sammelte darüber in den nächsten 7 Jahren Wissen an, ebenso wie sich darauf beziehende Erfahrungen. Und dann schreibe ich einen ganzen Absatz, fast eine ganze Seite darüber, was ich da alles gemacht habe. Ich änderte meine Ernährung und Lebensweise nach der makrobiotischen Philosophie, Yin-Yang-Balance, später auf eine ausgewogene vegetarische und dann vegane Ernährung, begann Yoga-Techniken zu praktizieren, fuhr mit Tai Chi, Reiki, Shiatsu-Massage fort, interessierte mich auch für Astrologie, Metaphysik, Philosophien jeder Art, östliche Traditionen und Schriften, Schamanismus, alternative Heilkünste jeder Art. Oh mein Gott, da ist eine ganze Liste. Was lese ich da weiter? Ich will dich nicht langweilen. Das ist, was du alles gemacht hast. Außerdem habe ich mich leidenschaftlich für die Verbesserung der Bedingungen, unter denen Nutztiere in Gefangenschaft leiden, eingesetzt und habe ein Freilandprojekt ins Leben gerufen, an dem sich Biobauernhändler und Naturkostläden beteiligen, mit Hilfe einer kleinen Gruppe von Tiermedizinstudenten. Wie du sehen kannst, habe ich mir unbegrenzte Möglichkeiten geschaffen, um für eine Lösung zu kämpfen, die es mir ermöglichen würde, mich, und hier ist ein springender Punkt, der in einer jeden existenziellen Krise als Antwort immer dasteht oder als Karotte sich zeigt, mich als besserer Mensch in einer besseren Welt zu etablieren. Ja? Das ist, was es bedarf, damit aufzuhören, ein besserer Mensch zu werden in einer besseren Welt. Ne? Aber was mich in diesem spirituellen menschlichen Zustand nicht verließ, war die Tendenz, sich nach schönen und friedlichen Zuständen zu sehnen und immer mehr desgleichen zu wollen. Aber hier war es, und das machte eben auch nach wie vor die existenzielle Krise aus. Es gab nie genug von dem, was sich für einen Moment gut anfühlte. Und was auch immer es war nie gut genug. Es war immer noch gespürt im Innersten der Seele, das ist es auch noch nicht. Das ist es, verstehst du, der innerste Frieden im Einssein mit allem hatte noch gefehlt. Als Mensch mit diesen Fehlern kannte ich nichts anderes als ständige, unvermeidliche Mangelerfahrungen und Bedürfnisse und wie man sie kompensiert. Und hier eine Beschreibung dann der existenziellen Krise, nachdem ich 1989 in Wien zum Doktor Mediziner Veterinare promoviert worden war, hatte ich bereits so die Nase voll von den Spiegelungen, die mir die Welt präsentierte. Das ist bereits ein Ausdruck einer existenziellen Krise, habe ich natürlich überhaupt nicht realisiert. Ne? Aber ich wusste, ich habe die Nase voll. Ne? Ich war nicht einmal, ich war in meinem 30. Lebensjahr gerade, ne? Dass ich beschloss, sie alle für einen Moment loszulassen und etwas völlig Neues zu erleben. Das wusste ich, es muss neu sein. Mir war klar, dass ich die Welt bereisen und die Reise neu beginnen würde, indem ich spirituelle und spektakuläre Orte auf der ganzen Erde und besonders auf dem nord- und mittelamerikanischen Kontinent besuchen würde.
Dies tat ich dann auch für ein Jahr lang. Ich erkannte, dass es so viel mehr gab, als gab, das auf mich wartete, um entdeckt und erinnert zu werden. Ich war mir bewusst, dass ich mit einem Job als Tierarzt einer Familie und der Erziehung von Kindern über Jahrzehnte hinweg einfach nur Geld anhäufen würde, das ich aufgrund der intensiven Beschäftigung, die der Job mit sich bringt, niemals ausgeben könnte. Ich dachte, die Lösung liegt irgendwo da draußen. Und ich war immer zu schüchtern zu sagen, ich komme vom Himmel. Ich war zu schüchtern, um das zu deklarieren. Obwohl ich immer wusste, dass ich nicht wirklich von hier bin, diesem kleinen Schlammball namens Erde, die sich um die Sonne dreht. Und so nebenbei bemerkt, weißt du, dass die Sonne selbst nur einer von Milliarden von Sternen in unserer Milchstraßengalaxie ist? Was? Einer von Milliarden von Sternen? Und ebenso, wie du vielleicht weißt, ist unsere Milchstraßengalaxie, unsere Galaxie, dann nur eine von Milliarden von Galaxien des Universums. Und ich habe nicht einmal weitergesprochen und von Paralleluniversen begonnen, mit dir etwas zu teilen. Wohin sollte ich denn gehen, da es auf der Erde keine Mittel gibt, um bloß zum nächsten Stern, der nächste Nachbarstern von der Sonne, ne, heißt Andromeda, zum nächsten Stern zu reisen. Und weißt du auch, dass es 7 Jahre dauern würde, um dorthin zu gelangen, selbst wenn wir uns mit Lichtgeschwindigkeit, und du weißt, was Lichtgeschwindigkeit bedeutet, 300.000 Kilometer pro Sekunde fortzubewegen. Wenn ich den Berg runterfahre mit meinem E-Bike und ich beschleunige auf 50, 60 km/h, glaube ich, dass ich mich schon auflöse fast. Nicht zu schweigen von 300.000 Kilometer pro Sekunde fortbewegen könnte, dann würde es 7 Jahre brauchen, das ist die Distanz. Ne? Doch ich wollte raus. Raus aus dieser Kleinheit und zu den Sternen und darüber hinausreisen. In dieser Zeit, in der ich die Entscheidung traf, der Welt den Rücken zu kehren, starb mein physischer Vater. Ich war in meinem 30. Jahr des Erdenlebens. Obwohl ich den Schmerz und die Traurigkeit über den Groll, den ich gegen ihn hegte, und auch die damit verbundenen Schuldgefühle spürte, wusste ich, dass er noch bei mir war und eigentlich nirgendwo hingehen konnte. Aber ich fühlte auch die Erleichterung, unabhängig und frei von meiner eigenen selbstgeschaffenen Familienautorität zu sein. Also reiste ich weiter. Das war meine Lösung. War auch gut, dass ich das gemacht habe. Und so reiste ich weiter, um zu erforschen und für mich selbst zu finden, was ich unbedingt erreichen wollte. Erleuchtung, wie ich es nannte. Die friedlichen Erlebnisse in der Natur und die unglaublichen Einsichten, die mir geschenkt wurden, motivierten mich, weiter und weiter zu gehen. Und ich begann, mich selbst zu hinterfragen, das, als was ich mich bis dahin zu sein definiert hatte, ebenso wie die Welt, die ich sah. Und gegen Ende dieses Jahres 89 wurde meine Anziehungskraft zum Tod erneut herausgefordert. Als ich vom Ableben des berühmten und beliebten östlichen Meisters aus Indien, Osho Rajneesh, hörte, fühlte ich zum ersten Mal die Dringlichkeit, meine Transformation zu beschleunigen. Ich fühlte mich verraten, denn ich konnte nicht verstehen, wie es möglich war, dass er mich hier zurückgelassen haben sollte. Ich war bereit zu erkennen, dass ich einen lebendigen Meister brauchte, einen, der mir ein klares Spiegelbild von mir selbst geben konnte. Ich begann wieder mit Gott zu kommunizieren und bat um Hilfe. Ich nahm die Kommunikation mit Jesus wieder auf und wusste, dass ich nicht allein auf dieser Reise war. Und um das noch abzuschließen, noch ein paar Sätze. All dies führte mich zu einer Erfahrung der Einheit, die eine bedeutende Veränderung in dem, was ich seit Anfang 1990 mein Leben nannte, bewirkte, aber in Wirklichkeit nur der Anfang meiner Reise zurück nach Hause war. Diese Erfahrung geschah für mich nicht als Ergebnis meiner Bemühungen, wie sie in einer spirituellen Sucheridentität zum Ausdruck kommen. Es geschah durch Gnade und so weiter und so fort.
Ja, aber solche Geschichten, ich habe sie ja nur kurz angerissen, haben wir natürlich alle, jeder Einzelne. Und es sind diese Geschichten, die uns ein klareres Bild bringt, was wir meinen, was unser Sinn und Zweck hier auf der Zeitlinie oder in der Welt oder mit der Welt ausmacht. Und erst durch das Infragestellen und zu sehen, dass diese Leere nicht aufgefüllt werden kann mit etwas, was aus der Vergangenheit kommt oder nach wie vor Teil der Welt ist, hat natürlich, das war dann auch der Game Changer, ne? Und das hat uns alle zum Horchen gebracht, zum Hinhorchen gebracht, in dieser Ausrichtung mit dem Geist von Christus Jesus, mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist. Und dass wir eigentlich für uns wirklich nichts anderes brauchten, als die Zustimmung zu finden, weil die Richtungsweisung ist in der Kommunikation, in der Ausrichtung bereits gegeben. Der Weg ist bereits beschrieben und geklärt, wenn wir bereitwillig sind, uns anzuvertrauen, bereitwillig sind, diese Führung von außerhalb von Raum und Zeit für uns anzunehmen. Und sicher geht es zuerst, führt uns der Weg in das vollkommen Ungewisse und in das Unbekannte und in das Unerkannte. Und es war auch bei mir so, wie ich es dann auch weiter beschrieben habe in den Details meiner Geschichte, dass es mich letztendlich in einen vollkommenen Terror, eine Angst, die ich als Mensch gar nicht kannte, geführt hat. Aber ohne das zu berühren, kann es sich auch nicht zeigen, was es wirklich ist auf der anderen Seite, oder kann es sich nicht zeigen im Freisein, ne? Weil es ja der eigene Geist ist. Es ist ja mein eigener Geist, es ist dein eigener Geist. Und es kann nicht nur da draußen gesehen werden, wie in bestimmten Konflikt- und Kriegszuständen, wie hier extreme Angst zum Ausdruck gebracht wird oder erfahren wird, ne? Ich sehe ja nur ein Produkt meines eigenen Geistes, meiner eigenen Zeitlinie. Und aus diesem Grund ist diese Öffnung, dieses Zulassen, der wesentliche Beitrag, den wir gemacht haben oder nach wie vor von Situation zu Situation in unserem Geist eröffnen wollen und eröffnen sollen, damit hier diese Gabe, dieses Geschenk, das hinter jeder Krise wartet, tatsächlich ze sich zeigen kann. Ne? Und ich möchte hier, um das auch mit dem Kurs wirklich abzurunden, mir mit dir ansehen im Held des Traumes, was der achte Abschnitt im Kapitel 27 ist. Und hier nur ein paar Absätze teilen zum Abschluss dieser Session, um hier auch klar aufzuzeigen, wie hier Jesus auch mit diesem Konzept umgeht, der Träumer der Welt zu sein. Ja? Weil solange hier etwas an Bedrohung oder an Krise, an Kollaps möglich ist, träumt der Geist, ne? Ist der Geist in einer Identitätskrise in Wirklichkeit, ne? Weiß er ja nicht wirklich, was die Welt wirklich ist, weiß er nicht wirklich, was sein Nächster ist und weiß nicht wirklich, was er selbst ist. Und hier zeigt er mal auf im zweiten Absatz, dass das Träumen der Welt viele Formen annimmt. Und das ist, wie wir es halt gehalten haben, ne? Weil der Körper auf verschiedene Arten zu beweisen sucht, dass er autonom und wirklich ist. Er identifiziert die Quelle, was es ausmacht, um sich nicht selbst zu erkennen, hier ganz klar mit der Körperidentifikation, ne?
weil der Körper auf verschiedene Arten zu beweisen sucht, dass er autonom und wirklich sei. Er streift Dinge über, die er mit kleinen Scheiben von Metall und Schnipseln von Papier erstanden hat, die die Welt als wertvoll und wirklich erklärt. Er arbeitet, um diese zu bekommen, indem er sinnlose Dinge tut und wirft sie für sinnlose Dinge weg, die er nicht braucht und nicht einmal haben will. Und er stellt andere Körper an, damit sie ihn schützen und noch mehr sinnlose Dinge für ihn anhäufen, die er sein eigen nennen kann. Er sieht sich nach besonderen Körpern um und seinen Traum mit ihm teilen können, die seinen Traum mit ihm teilen können. Und manchmal träumt er, er sei ein Eroberer von Körpern, die schwächer sind als er, und in einigen Traumphasen aber ist er ein Sklave von Körpern, das Opfer, ne, die ihn verletzen und ihn foltern und ihn auslöschen versuchen und so weiter und so fort. Aber du siehst, dieser eine Absatz, wie es uns Jesus hier anbietet, ist wirklich die Beschreibung, wie wir als Mensch im Schlafen, im Träumen gelebt haben und worin wir versucht haben, Werte zu schaffen, aufrechtzuerhalten, zu verteidigen, wirklich zu machen und zu verkaufen in unseren Beziehungen. Und wenn ihr, das hat doch so einen Wert, du musst doch auch daran glauben. Und hier legt es Jesus ganz einfach aufs Tablett und sagt, hey, lass uns das mal nochmals zuerst rekapitulieren, wo wir eigentlich herkommen und wie unmöglich das auch war. Und er setzt fort mit dem fortgesetzten Abenteuer des Körpers vom Zeitpunkt der Geburt bis hin zum Sterben und dass das Thema eines jeden Traums dies ausmacht. Diese fortgesetzten Abenteuer, den die Welt je träumte. Und der Held, unter Anführungszeichen, dieses Traumes wird sich nie ändern, noch wird sein Zweck es tun, obwohl der Traum selbst viele Formen annimmt und eine große Mannigfaltigkeit von Orten und Ereignissen und Beziehungen und was immer da projiziert wurde, zu zeigen scheint, in denen sich sein Held befindet, hat er doch nur einen Zweck, der auf vielerlei Art gelehrt wird. Und diese einzige Lektion versucht er abermals zu lehren, noch einmal und noch einmal, dass er Ursache ist und nicht Wirkung. Und du bist seine Wirkung und kannst nicht seine Ursache sein. So, das sind ganz, ganz wesentliche Aussagen. So, du bist nur die Wirkung des Körpers. Du bist nicht seine, du bist nicht, du kannst gar nicht anders sein als das Opfer von Krankheit, Altwerden und Tod, weil das nicht in deiner Macht steht, das zu bestimmen. Das ist was mit der Körperidentität ständig an Wert aufrechterhalten wird und was natürlich von der Ego-Denkweise durch unzähligste in allen Ecken des Traumes versucht wird zu bekräftigen und ständig zu manifestieren und glaubhaft zu machen. Und so bist du nicht der Träumer, vierter Absatz, sondern der Traum. Und das ist, warum wir diesen Kurs in Wundern benötigen. Wir haben begonnen mit dem Studium dieses Kurses im Glauben, dass wir der Traum sind und nicht der Träumer. Du musst dir eingestehen mit mir, Bruder, das ist eine neue Erkenntnis, die wir gemacht haben. Diese Erkenntnis kommt von einer Selbsterkenntnis und von einem Mitdenken mit seinem Geist. Es ist ein Denken mit dem Christusgeist, mit dem Heiligen Geist, überhaupt dahin zu kommen und einzugestehen, oh mein Gott, ich bin nicht der Traum, ich bin der Träumer des Traumes. Ich mache den Traum so, wie ich ihn sehen will und bin die Ursache davon. Und so dieses grundsätzliche Erkennen wird durch all das Üben, das ständige Üben bestärkt.
Und natürlich in dem Sinne geht in die Tiefe, im Sinne von, dass da kein Zweifel mehr darüber besteht. Aber wenn du brauchst ja nur rausgehen und versuch mal mit irgendwelchen deiner Verwandten so ein Gespräch zu beginnen oder Freundekreise, die nichts am Hut haben mit irgendetwas von Selbsterkenntnis. Und sag mal, kannst du dem zustimmen, dass du der Traum bist von allen Träumen, die du siehst und wahrnimmst, dass du der Träumer bist, das, was jetzt in Israel, Palästina oder in der Ukraine oder in Russland passiert, dass du das bist, nur als Beispiel, dass du der Träumer bist, die Träumerin bist davon. Ja? Und dann wirst du hören, dass das wird mit Unverständnis in den meisten Fällen wahrscheinlich zurückkommen. Und da siehst du eigentlich, wie weit du bereits gekommen bist und welche Fortschritte du gemacht hast in deiner Ausrichtung mit seinem Geist. Und er sagt weiter, und du stolperst müßig in Orte und Begebenheiten hinein, sowie heraus, die er sind. Dass das alles ist, was der Körper tut, ist wahr, denn er ist nur eine Figur in einem Traum. Wer aber reagiert auf Traumfiguren, wenn er sie nicht so sieht, als seien sie wirklich? In dem Moment, in dem er sie als das sieht, was sie sind. Und du siehst, das ist dieselbe Selbsterkenntnis als die Erkenntnis darüber, wer bin ich wirklich? Weil nur die Erkenntnis, das zu sehen, was sie sind, was die Traumfiguren sind, nämlich dass sie nichts sind, dass sie keine Existenz haben, dass sie buchstäblich nichts sind, ist, was erkannt werden muss. Und wenn die Traumfiguren nichts sind, dann weiß ich auch, dass ich als selbstgemachte Identität, als selbstgemachter Geist, als Ego-Geist, als identifiziert, als Körper, als dass ich genauso nichts bin. So, in dem Moment, in dem er sie als das sieht, was sie sind, haben sie keine Wirkungen mehr auf ihn. Du siehst, es kann nur die Erkenntnis, dass die Traumfiguren nicht sind, keine Wirkungen haben. Wenn sie etwas sind, haben sie Wirkungen automatisch. Es kann nur die vollständige Bedeutungslosigkeit bewirken, dass keine Wirkung mehr gesehen und wahrgenommen wird. Sie haben keine Wirkungen mehr auf ihn, weil er versteht, dass er ihnen ihre Wirkungen gegeben hat, indem er sie verursachte und wirklich scheinen ließ. Es ist alles nur ein Schein. Ich habe es nur scheinen gelassen, Anschein, den Anschein gegeben. Und zu Beginn des fünften Absatzes stellt er noch die Frage nach, wie sehr bist du gewillt, den Wirkungen aller Träume zu entrinnen, die die Welt je hatte? Das ist die Frage, weil diese Frage, wie sehr bin ich gewillt, den Wirkungen aller Träume zu entrinnen, das kann nicht weniger als 100% sein. Ja? Und mit dieser Klarheit, ich will insgesamt den Wirkungen aller Träume entrinnen, wachen wir im selben Moment aus diesem Traum auf. Das ist, was Erwachen ist. Hier keine Kompromisse mehr einzugehen, sie nicht mehr zu vermischen mit Konzepten, wie wir sie, die Welt als eine wahrgenommene Welt wirklich belassen haben, sondern okay, ich bin vollständig gewillt, den Wirkungen aller Träume zu entrinnen, die die Welt je hatte. Ist es dein Wunsch, keinen Traum als die Ursache dessen erscheinen zu lassen, was du tust? Dann lass uns lediglich auf den Anfang des Traums schauen, denn der Teil, den du siehst, ist nur der zweite Teil, dessen Ursache im ersten liegt. Niemand, der schläft und in der Welt träumt, erinnert sich an seinen Angriff auf sich selbst und so weiter und so fort. Ich belasse das mal da stehen, aber das ist, woran wir uns erinnern. Wir erinnern uns in unserem Nachhausegehen, ah, das war ich.
Ja, ich wache auf und ich erinnere mich an meinen Angriff auf mich selbst. Und dieser Angriff auf mich selbst war ein Angriff auf meine Vollkommenheit. Und deswegen ist er gleichgesetzt mit dem Angriff auf Gott selbst. Und das will ich nicht mehr machen. Und das ist wirklich, wo wir aus diesen Träumen und aus dem Schlaf erwachen, weil es eine neue Erkenntnis darstellt. Und darin treffen wir uns jetzt. Und darin bestärken wir uns. Und darin beglückwünschen wir uns auch. Wenn du da bist, Christine, dann ist das ein Zeichen, dass du etwas berührt hast und etwas erkannt hast, was da kann ich dich nur bestärken darin, da kann ich dich nur beglückwünschen darin. Und sonst könntest du gar nicht hier sein. Ja. Und die Einladung findet weiter statt für die, die schon davon gehört haben, in wie spät haben wir, oh mein Gott, in 7 Minuten beginnt das Herzlichttreffen mit Christian und mir. Und wir können ja noch auch die reingeben hier, wo wir uns treffen. Und du kannst es dir rauskopieren. Du bist herzlich willkommen. Und okay, hier ist zuerst noch was hier auf der Aleph, morgen passiert. Ich bedanke mich aus ganzem Herzen, dass du hier mit mir bist und ja, einfach auch darin stehst in dieser Notwendigkeit, hier genau hinzublicken und ehrlich mit dir selbst zu sein, vollständig ehrlich und in dem Sinne die Wahrheit und nichts als die Wahrheit anzuerkennen. Und das ist es schon. So, danke dir, lieber Bruder. Und wir haben einen ganz, ganz wunderbaren Abend. Wir haben hier noch einen Song zu teilen. Bye.